Ja, hallo, da sind wir wieder Hallo. vom Institut für Jugendliteratur für die Zuckerseiten, die heute allerdings eher bekannt ausfallen. Dafür ist Klaus verantwortlich, der ein Buch ausgesucht hat, das salzig ist, ne? Genau, das ist salzig, weil heute gibt es Popcorn. Ich meine, Popcorn könnte man auch zuckern, aber da sind wir uns, glaube ich, einig. Grauslicher geht's nicht. Bei uns ist Popcorn salzig. Salzig steht auch am Cover drauf von Bob Popcorn. Das Buch verdanke ich eigentlich dem Kollegen Lettner, ja, Ja, und weil ich das war. stöbere immer wieder mal bei ihm im Büro drin. Was hat denn er da liegen an Büchern, die bei mir sonst an Leseexemplaren sowieso nie landen? Und das hat er mir in die Hände gedrückt Weil und ich dann gesagt habe, gesagt, das ist ein Buch für dich. das ist ein Buch für mich. Super, ich revanchiere mich. Ihr seht die größere Schüssel Popcorn. Corona-konform haben wir zwei Schüsseln. Die größere gehört natürlich dem Franz. Aber ich nehme mir auch was Salziges. Bob Popcorn, der erste Band einer mehrbändigen Reihe, kommt aus den Niederlanden. Ja, den einen Helden sehen wir am Cover, ein sprechendes Maismännchen, das da aufpoppt in der Geschichte drin. Aus einem kleinen Maiskorn wird dieses sprechende Maiskorn. Männchen, das poppt auf bei einer Familie in den Niederlanden und bei der Heldin des Buches, die heißt Alice, geschrieben Ellis. Man darf nicht Alice im Wunderland zu ihr sagen, das Ich mag sie gar mag nicht. sie gar nicht, dann kriegt man kein Popcorn von ihr. Diese Alice, die liebt Popcorn. Jeden Nachmittag, glaube ich, lebt mit ihren zwei Papas. Nachmittags. Sie ist 9 Jahre alt, schiebt sie Popcorn in die Mikrowelle und das poppt dann auf und das genießt sie. Bis Eklat in der Schule. Ich Naja, fasse jetzt nur kurz das und einfach Übliche. das Übliche. Schule kommt da ganz schlecht weg, Ja, aber auch das in diesem ist Buch, in oder? jedem Schülerinnen- und Schülerleben passiert das einmal, finde ich, dass eine Schule plötzlich sagt, ah, gesund. Alles muss gesund sein. Ach so, wie ist das so? Ist dir das passiert? Nein, früher bei uns. Okay. Okay, Schule. Gespräch mit der Lehrerin und mit den beiden Papas und die sagen, naja, wir müssen Ihnen deine Zeichnung zeigen. Erstens, in der Schule soll jetzt alle gesunde Ernährung, ja, auch Pausenbrot, man darf nur gesunde Sachen mitbringen. Und schauen Sie sich mal die Zeichnung Ihrer Tochter an. Alle Kinder sollten zeichnen, was sie denn an Träumen und an Gedanken im Kopf haben. Und dann hast du das Bild Ja, schon. das ist total abgefahren. Martin van der Linden ist der hier für den Bildanteil zuständig ist. Ja, Toll das in ist. Schwarz-Weiß. Wir werden euch das alles verlinken in den Shownotes. Das ist ja ein Duo, muss man dazu sagen. Die haben im Team schon Maranke Rink, die Textautorin, und Martin van der Linden für die Illustrationen. Die haben schon tolle Bücher gemeinsam gemacht. Ganz andere Illustrationen gibt es von diesem Illustrator auch hier. Bleistift, glaube ich. Also schöne Ja. Schwarz-Weiß. Ich hätte. Zeichnungen und da sieht man ein Mädchen, das hat im Kopf nur Popcorn. Schön, liebt sie Popcorn und jetzt darf es kein Popcorn mehr geben. Und warum? Wahrscheinlich ist das der Grund, dass sie sich im Gartenschuppen baut sie heimlich die Mikrowelle immer noch auf und futtert da ihr Popcorn und dort poppt dann dieser Also, Bob man muss auf dazu sagen, und die Väter springen auf diese unsägliche kulinarische Vorgabe der Schule auf und sagen, das machen wir jetzt zu Hause auch. Und ja, heute gibt es eine total super leckere Torte als Nachspeise mit Blumenkohl. Blumenkohltorte, das hast du noch nie gebacken, Ja, oder? ich meine, Blumenkohltorte. Ja, das ist das Die man dann auch Eigenwillige. nicht schmeckt, ne? Und ich war ja überrascht, dass die Alice dem zunächst einmal nichts entgegensetzt. Aber sie weicht natürlich aus, weil still und heimlich futtert sie das Popcorn weiter und hat dann, das ist ja eine Geschichte mit einem fantastischen Freund, ne? Den sie hat, wo sie am Anfang sagt, ich bin 9 Jahre alt, eigentlich viel zu alt für einen fantastischen Freund. Und will ich den überhaupt? Muss ich den loswerden? Also für Leseanfängerinnen steht hinten drauf. Und dann aber noch für Kinder von 6 bis 10. Ich finde, das passt alles. Sind wirklich knappe, kurze Sätze. Schön gebaut. Ist wahnsinnig viel toller Bildanteil. Die Sätze sind schön knapp. Viel Dialog in Sprechblasen gemacht zum Teil, so comicartig. Also das alles sehr schön und eine Geschichte, wo man denkt, das ja, passt vom Popcorn, die schon Tiefgang hat. Nicht?
Ja. Aber so leicht, die ganze Zeit also, leichter. Leicht in die Tiefe. Leicht in die Tiefe, ja eh. Na, aber das fand ich ja das Schöne, dass ich erwarte mir oft bei fantastischen Freunden, wenn ich denke an Frag to Zwerg oder sowas, ja, so ein Außenseiter und da poppt ja dann eine ganze Meute an kleinen Figuren auf, die so Revoluzzer sind und dem Frag sagen, wow, jetzt trau dich mal was. Also da bei dem Bob haben wir ja andere Geschichte von einem fantastischen Außenseiter, der jetzt sozusagen, wir zwei müssen uns. Das ist ja ein totaler Ungustel, ne? Der ist ja dieser, das ist ja ein, wie soll ich sagen, ich meine, der ist grantig, der ist wütend, der will nur essen und fällt die ganze Zeit unaufgenehm. Ich meine, das ist ja, also mich wundert überhaupt nicht, dass sie ihn loswerden will, ne? Das wundert mich dann auch nicht. Und das ist das, was, finde ich, dieser Autor wirklich super macht, ist, dass er diese unterschiedlichen Motive, du hast es schon gesagt, der fantastische Freund oder Hans und die Bohnenranke, oder also eigentlich diverse unterschiedliche Motive baut er neu zusammen und ich habe den Eindruck, die müssen ziemlichen Spaß gehabt haben dabei. Beim Erzählen dieser sehr, sehr absurden also Geschichte. Ja. Die Autorin, oder? Ja, und der, ja und der Illustrator. Und der Illustrator. Also die beiden. Ja, ja, ist als Team die Illustrationen zu trennen. Ja, Körperkomik, darum habe ich eigentlich gedacht, dass es was für dich ist. Ah, wegen der Körperkomik, okay, ja, weil ich verstehe. Dachte, immer wenn es ja, so eine diese ganz ursprüngliche Art von Komik ist, dann ist das etwas, was Klaus, wo Klaus sehr anfällig ist, glaube ich, wo er ein gutes Gefühl dafür hat. Also, zeig mal noch ein Bild, wo der aufploppt, genau. Das ist auch tolle Körperkomik. Wir essen jetzt einfach Popcorn weiter, lest das, im Niederländischen gibt es schon den dritten Band, übersetzt. Vom tollen Rolf Erdorf, ja, ja. Müssen wir auch noch drauf hinweisen, Berliner Schaltzeit Verlag. Da gibt es andere Bücher, tolle Tangram, Katze, Kaninchen gesucht von diesem Duo. Schaut euch das an, wir sehen uns wieder. Tschüss. Popcorn.